Wird da aus Ihrer Sicht einiges auf uns zukommen? Wir wissen ja auch, es gibt natürlich auch aufgrund von Tschernobyl etc. diese ganzen Tschernobyl-Kinder, die an Krebs und Ähnlichem leiden. Das haben wir hier noch gar nicht so richtig auf dem Radar und eben auch in dem Fall, was Dialysepatienten betrifft. Also da wird in dem Fall einiges kommen. Würden Sie auch empfehlen, Ärzte ohne Grenzen oder Ähnliches, oder wo kann man unterstützen, wenn man unterstützen möchte? Meiner Meinung nach ist die einzige Chance, dass die Leute aus dem Kriegsgebiet herauskommen. Das ist eine Ersatztherapie, ist so hochtechnisiert, braucht so viele Infrastruktur, Personal, das kann man, glaube ich, in Kriegszeiten kaum aufrechterhalten. Die Leute müssen raus, die müssen weg. Wie viel könnten wir hier im Land aufnehmen? Ja, unsere Dialysen sind gut ausgelastet, aber wenn die Leute kommen, wir werden sie behandeln müssen. Dr. Carlotta, vielen Dank für die Einordnung und auch jetzt für Ihre Ausführungen zum Schluss noch, und wünsche alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke.